Hallo liebe Schach960-Freunde, in den nächsten Wochen möchte ich euch noch einmal ein paar Partien von der Chess960-Weltmeisterschaft vorstellen. Die Schlüsselmomente der wichtigsten Partien habe ich in den Videos über die Zusammenfassung der verschiedenen Wettkämpfe ja schon gezeigt, aber es ist trotzdem lohnenswert, sich mit einigen Partien noch einmal genauer zu befassen, insbesondere im Hinblick auf eine gute Eröffnungsbehandlung. Und am ersten Tag des Halbfinales gab es gleich eine spannende Ausgangsstellung. Das war diese hier, vielleicht werdet ihr euch erinnern. Eine knifflige Position, denn der König auf C1 steht nicht sehr sicher und der Läufer auf B1 kommt schlecht heraus dort aus seinem Loch. Wäre ein Springer auf B1, wäre es sicherlich kein Problem, der könnte nach C3 und Weiß könnte auch schnell die C-Rochade dann vollziehen. So ist es anders. Entweder muss der A-Bauer oder der C-Bauer ziehen. Durch beide Bauernzüge aber kann es sein, dass die C-Rochade des Weißen dann schon etwas geschwächt ist. Zur G-Rochade ist es ein weiter Weg. Das sind mindestens 5, 6, 7 Züge, bis Weiß dann in die G-Rochade wird einziehen können. Und dazu kommen auch noch die Springer auf D1 und F1, also gleichfarbige Springer. Das wissen wir ja auch, dass die im Mittelspiel dann oft sich gegenseitig auf den Füßen herumstehen. Also einige Probleme hier für beide zu lösen. Ich wäre hier also durchaus vorsichtig mit einem allzu schnellen Vorpreschen der D- und E-Bauern. Mir erscheint hier F4 als am leichtesten spielbare Eröffnung. F4 meinetwegen mit F5 und Springer G3, G6 und E4 zum Beispiel. Das sieht doch ganz natürlich aus und sollte Schwarz mit E7, E6 versuchen, den Springer G3 merkwürdig aussehen zu lassen, so wird er bald merken, dass sein Läufer E8 und der Springer F8 vor allen Dingen auch große Probleme haben werden, ordentlich ins Spiel zu finden. Eine andere Eröffnung wäre zum Beispiel E4, E5 und Springer D3, Springer FE6, Springer G3, D6, D3, Läufer D7, Läufer D2. Ja, in so einer Stellung, wie man leicht sieht, ist es schwer, zu den Vorstößen D3, D4 oder F2, F4 zu kommen. Die Stellung bleibt zunächst geschlossen, aber auch hier deuten sich schon Perspektiven an für den weißfeldigen Läufer. Er kann hier zum Beispiel C3, Läufer C2, Läufer B3 weitermachen oder ähnliches. Schauen wir uns hier die Partie von Magnus Carlsen und Fabiano Caruana näher an. Magnus Carlsen begann mit D4 und es ging weiter mit F6, E4, D5, F3 und C6. Beide verfolgen also hier die sofortige oder versuchen sofort mit den Bauern das Zentrum zu kontrollieren. Also ganz klassisch im Grunde. Hier hätte Schwarz durchaus aber auch andere Fortsetzungen zur Wahl gehabt. Er hätte auch überlegen können, mit dem Läufer nach A7 zu gehen. Zum Beispiel mit A6, Springer FE3, E7, E6. Schwarz muss natürlich erstmal auf D5 decken. Und jetzt würde das forsche Springer C3, was scheinbar stark ist, weil es noch einmal den Punkt D5 angreift, aber auf Läufer A7 treffen. Der Läufer greift D4 an und nach E schlägt D5 Läufer D4. Springer E2, Läufer C5, C4, es hing ja der Bauer auf D5, kann Schwarz sich aber jetzt mit den Leichtfiguren, mit den Springern recht schön entwickeln, Springer D7 zum Beispiel und angenommen Weiß spielt Läufer F2, so könnte Schwarz schon Springer E5 antworten und Weiß hat Probleme mit dem Bauern C4, da B3 natürlich wegen Läufer A3 Schach nicht gut wäre, das wäre peinlich für Weiß. Mit anderen Worten, Weiß sollte vielleicht doch auf Springer DC3 verzichten und lieber C3 spielen. Hier könnte Schwarz aber auch mit Läufer A7 fortsetzen und Springer C6 und anschließend die C-Rochade spielen, wonach seine Stellung auch total harmonisch und natürlich aussieht. Aber Caruana hat C6 gespielt, was auch nicht verkehrt natürlich ist. Und hier spielt Carlsen Läufer G3
und dieser Zug gefällt mir nicht. Es ist nicht ganz klar, warum der Läufer jetzt schon nach G3 muss und sich gegen den unentwickelten Läufer abtauscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Weiß vor Läufer F4 Angst gehabt hat. Springer FE3 wäre aus meiner Sicht vollkommen natürlich und gut gewesen. Läufer F4 bringt dem Schwarzen wenig ein. G3 kann Weiß sofort spielen und nach Läufer H6 und meinetwegen E schlägt D5, C schlägt D5 und F4 ist fraglich, ob dieses Läufermanöver Läufer B8, F4, H6 überhaupt gut war für Schwarz. Nach Läufer G3 spielt Caruana Läufer, schlägt G3 und Springer G3. Ja, und was hat dieser Läuferabtausch dem Weißen und dem Schwarzen gebracht? Ich glaube schon, dass es für Schwarz günstiger war, diesen Läufer abzutauschen, denn er kommt jetzt schneller zur Zero-Schade. Und Königssicherheit hatte ich ja angedeutet, in dieser Ausgangsstellung scheint mir das sehr wichtig zu sein. Schwarz spielt also jetzt Springer DE6 und bereitet die Zero-Schade vor. Natürlich ist das kein endgültiges Feld auf E6, nur ein Übergangsfeld. Der Springer auf E6 ist es klar, dass die Dame im Moment verstellt den Bauern auf E7 und auch eventuell sogar den Springer F8. Aber Caruana hat hier natürlich schon das Feld C7 entdeckt, auf dem der Springer gut stehen wird. E schlägt D5, C schlägt D5 und C4. Und das ist riskant von Carlsen. Er riskiert hier, dass ein Isolani entsteht auf D4. Wesentlich vorsichtiger und sicherer wäre es gewesen, hätte er hier nur C2, C3 gespielt. Nach C4 kam es zur Zero-Schade von Schwarz. Natürlich spielt Caruana nicht D schlägt C4. Der normale Schachverstand verbietet einem das schon. Schwarz ist überhaupt nicht entwickelt und vergreift sich hier am Bauern C4. Es ist fast klar, dass Weiß hier gute Kompensation bekommen wird. D5, Springer C7, Springer C3 ist sehr ordentlich für Weiß, der auf einmal gute Perspektiven für seine Leichtfiguren hat. Nur der Vollständigkeit halber angemerkt, dass hier Springer D5 nicht gut ist wegen Läufer F5 Schach, Läufer D7, Dame C5 Schach, Springer C7 und Springer B5 und Weiß steht schon auf Gewinn. Also das ist klar, das spielt man nicht. Caruana hat hier die Zero-Schade gespielt und den Punkt D5 gestützt. So ist es auch richtig. Nach Springer C3, so ging es weiter, kam also nun auch Springer C7 und das Feld D5 bleibt in schwarzer Hand. Und die Aussicht auf den Isolani auf D4, das ist eine gute Aussicht für den Schwarzen im nachfolgenden Mittelspiel natürlich. Ja, hier hat Weiß jetzt Dame E3 gespielt. Es gab hier Alternativen. Allen voran sticht bei mir C schlägt D5 und Springer D5 ins Auge. Und nun meinetwegen Läufer E4. Läufer C6 und Dame F2 und würde Weiß jetzt zur Gero-Schade kommen, dann wäre alles natürlich in Ordnung für ihn. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern für Schwarz, ist Springer C3, B schlägt C3 und Dame C4. Nun, das ist eine schwer zu kalkulierende Stellung, aber es zeigt sich, dass Weiß hier tatsächlich die Stellung noch gut ausgleichen kann, meinetwegen mit Dame C2, was wiederum Läufer D3 droht. Nach Läufer A4 könnte Dame D3 folgen und Weiß wird es doch schaffen, zur Rochade zu kommen. Am kritischsten scheint mir E7, E5 zu sein. Das kann sich Schwarz tatsächlich erlauben, weil eben sein König schon sehr sicher steht. Aber hier kann Weiß mit Dame B3 fortsetzen, was auf den ersten Blick auch riskant aussieht, wegen der Fortsetzung Turm schlägt D4. Aber es könnte Springer F5 folgen und nun ist Dame B3 erzwungen, A schlägt B3,
Turm d7 und Weiß kann mit Turm a7 gegenhalten und materiell ausgleichen und die Stellung ist ausgeglichen. Carlsen hat eine andere Fortsetzung gewählt, er hat Dame e3 gespielt, also den Bauern auf d5 nicht abgetauscht. Jetzt greift Schwarz zu, d schlägt c4 und Weiß versucht sich am Bauern e7 schadlos zu halten, was allerdings natürlich auch Nachteile mit sich bringt. Die Dame steht dort exponiert und wird mit Tempogewinn wieder herausgeworfen. Springer g6, Läufer f5, ein Zwischenschach, Läufer d7 und Dame e4, Dame f7. Bereitet die Aktivierung des Eckturms vor. Gero-Schade für Weiß, Turm HE8 und Dame G4. Ja, mit taktischen Mitteln ist es Carlsen so gerade eben gelungen, seine Stellung zu konsolidieren und das materielle Gleichgewicht zu bewahren. Besser steht er allerdings nicht. Der Bauer D4 neigt zur Schwäche und die schwarzen Türme stehen deutlich besser als ihre weißen Kollegen. Aus meiner Sicht steht Weiß hier strategisch schon bedenklich, denn er hat eben auch mit dem Isolani auf D4 ein Handicap in seiner Bauernstellung. Es ging weiter hier mit König B8, Turm FE1, Läufer C6 und Schwarz beginnt mit den typischen Manövern. Er gruppiert seine Figuren um und sichert das Feld d5. Turm ad1, Turm schlägt e1, Turm schlägt e1, Springer e7. Auch absolut logisch. Und hier d4, d5 von Carlsen und das ist ein echter taktischer Fehler. Da hat er sich wohl verrechnet. Weiß musste sich hier beispielsweise mit Läufer c2 damit abfinden, dass der Isolani blockiert wird. Die Stellung ist zwar etwas passiv für Weiß, aber eben auch fest. Objektiv sollte sich die Stellung schon noch im Gleichgewicht befinden. Natürlich ist die Stellung für Schwarz leichter spielbar. Nach d5 kam es zu Läufer schlägt d5 und Springer d5 und nun das überraschende Dame schlägt d5. Carlsen hat wahrscheinlich nur mit Springer schlägt d5 gerechnet, wonach Dame c4 natürlich gut möglich wäre und die Stellung wäre wieder ausgeglichen, total im Gleichgewicht. Nach Dame d5 ist anzumerken, dass Turm schlägt e7 natürlich nicht geht wegen Dame c5 Schach und der Turm auf e7 fällt. Das hat Carlsen möglicherweise in der Vorausberechnung übersehen. Carlsen muss sich nach Dame d5 also wieder an einen anderen Bauern halten, um das Gleichgewicht zu wahren. Er hat hier auf h7 zugegriffen, aber nun kam g7, g6 und der Läufer auf h7 wird eingesperrt. Es ist klar, dass Läufer schlägt g6 nicht geht wegen Turm g8 und deswegen wird es schwierig für Weiß, den Läufer zu befreien und er schafft es auch nicht. Carlsen hat hier Dame e4 gespielt, hat den Springer auf e7 angegriffen. Es kam zu Dame c5, König h1 und f6, f5. Natürlich auch der Bauer auf g6 war bedroht. Also f6, f5, Dame h4, Turm d7 und Dame h6 und man fragt sich, kann Weiß vielleicht doch noch seinen Läufer auf h7 befreien? Aber Dame e5, ein sehr starker Zug hier. Dieser Zug bereitet die Abholung dieses Läufers auf h7 vor. Es ist klar, dass Turm schlägt e5 nicht geht wegen Turm d1 Schach und es wird matt. Es droht auch Dame schlägt e1, der Turm ist ja ungedeckt. Also blieb Carlsen mehr oder weniger nichts anderes übrig als Dame c1. Jetzt aber kam Dame g7 und der Läufer auf h7 geht verloren. Läufer schlägt g6, Dame g6 und Dame c4. Und Schwarz hatte eine Figur mehr. Die zwei Bauern waren nicht ausreichende Kompensation für den verlorenen Läufer
Und Fabiano Caruana hat mit sehr guter Technik diese Partie sehr sicher zu Ende gebracht und den Punkt eingefahren. Die gesamte Partie seht ihr jetzt gleich im Schnelldurchlauf. Fazit also eine interessante Partie zu einer interessanten Ausgangsstellung. Hier in dieser Partie hat Magnus Carlsen ganz offensichtlich zu ungestüm im Zentrum die Bauern vorgeschoben, C4, D4 und E4. Das war sicher nicht die richtige Aufstellung. Er hat nicht wirklich einen Vorteil aus diesem aggressiven Vorgehen herausschlagen können, musste sich später eben doch um seinen König kümmern. Und Caruana hat nicht mehr gemacht als notwendig im Prinzip. Er hat die Stellung kontrolliert, er hat das Zentrum befestigt und mehr oder weniger von allein die gesunde und bessere Zentrumsstruktur bekommen. Und prompt kam es zu einem taktischen Versehen von Carlsen, der nach dem fehlerhaften D4, D5 im Grunde keine Chance mehr hatte, die Partie zu retten. Das war's. Ich hoffe, ihr seid in einer Woche wieder dabei, bei einer weiteren Partie aus dieser Ausgangsstellung heraus. Bis dahin also, tschüss.